Hallo alle miteinander, heute mal was über eBay Kleinanzeigen. Über eBay Kleinanzeigen kaufen wir wahrscheinlich viele von uns gerne gebrauchte Gitarren. Und diese Anzeigen sind nicht immer aussagekräftig und deswegen hier mal ein paar Tipps, wie ich bei eBay Kleinanzeigen eine gute Squire Bullet oder Affinity bekomme. Und als gut bezeichne ich jetzt mal die indonesischen Modelle. Denn die indonesischen Modelle unterscheiden sich komplett von den chinesischen. Andere Pickups, andere Buddies, anderer Hals. Und ab und zu wird das halt nicht ganz klar gesagt, ob das eine chinesische ist oder ob das überhaupt eine Bullet ist. Und jetzt gucken wir einfach mal durch. Und ich sag mal, drei Unterscheidungsmerkmale gibt es da schon. Weiß ich, fangen wir mal mit der hier an. Was sehen wir? Große Kopfklasse, eine Affinity und hier oben bei der Trassrodöffnung ist keine schwarze Farbe, also ist das eine chinesische. Das ist übrigens relativ normal bei Affinity. Die meisten Affinity kommen aus China, da sind die indonesischen Modelle seltener, während das umgekehrt bei den Bullet so ist, dass die meisten eigentlich aus Indonesien kommen und wenige aus China. Hier mal reingehen, das ist eine Bullet Strat. Wir sehen, schwarz ist das Trassrod, die Trassrodöffnung, also eine indonesische. Indonesische Squire haben einen geschirmten Body, tiefere Ausschnitte, dass man auch Push-Pulls montieren kann, sind alles in allem besser verarbeitet. Was man auch sehen kann, hier steht nur Squire Strat Fender, was ist das, 22 Bünde, schauen wir mal hoch, okay, ist eine Affinity und sie hat nicht die schwarze Farbe drum, also ist es eine chinesische. Wie gesagt, es gibt da viele Sachen, die man sehen kann. Hier steht noch mit Upgrades. Gucken wir mal in den Text rein. Es ist, steht was drin über eine Strat, aber wenig, was es jetzt genau ist. Wir versuchen das jetzt mal zu identifizieren. Chinesisch. Langer Schriftzug, eine Bullet. Also eins der selteneren Modelle. Kein Skunk-Stripe hinten. Das ist auch halt chinesisch. Hier kann man sogar sehen, China steht drauf. Wie gesagt, würde ich dann eher mal weitersuchen. Jetzt unabhängig, was für ein Preis da dran ist, weil der ist doch sehr, sehr unterschiedlich von der Qualität her ist. Angeboten werden die ohne Ende zu allen möglichen Preisen. Hier ist angegeben, dass eine Bullet Strat ist. Schön beklebt. Indonesisches Modell. Schwarz, Skunkstripe. Und wir sehen auch, dass sie in Indonesien gefertigt ist. Sehr schön gemacht. Alles Wichtige auf den Bildern angezeigt. Zu den Affinity. Ab und zu gibt es Affinity, die selben Tuner haben wie die Bullet. Wo eigentlich nur die Aufschrift Affinity sagt, dass es eine Affinity ist, weil ansonsten ist es eigentlich eine Bullet. Gut, hier haben wir eine silberne Affinity. Die sind noch nicht ganz so alt. Das ist China und da ist das egal, ob der Schriftzug Gold oder Schwarz ist. Das ist, wie gesagt, chinesische Ware, wie halt fast alle Affinities heute. Wobei ich persönlich der Meinung bin, dass eine indonesische Bullet besser ist als eine chinesische Affinity, wobei man ganz klar sagen muss, bei der Bullet, die Tuner sind schlechter. Kann man aber austauschen, ist dann immer noch unter dem Preis einer Affinity und man hat richtig gute Tuner. Gibt es von Klusen schöne Locking Classic Tuner, sehr gut. Hier steht Affinity bei. Er hat andere Pickups drin. Chinesisch. Wie man sieht, Entwistle Pickups, das ist ganz nett. Kann man benutzen. Ob sie viel besser sind als die Originalen? Ja, bei einer chinesischen sicher, doch, da wird das so sein.
Wie gesagt, man scrollt sich hier so durch, schaut sich alles an. Hier steht sogar bei, Made in Indonesia. Okay, ist dann direkt auch ein bisschen teurer. Bei dieser Gitarre hier steht nur E-Gitarre Squire und man sieht nichts. Ein Bild, keine Kopfplatte. Müsste raten, dass das vielleicht eine Bullet ist. Aber weiß ich, wer die verkaufen will. Der Typ ist einfach nicht angegeben. Hier haben wir eine in Vintage Ivory für 150 Euro. Das deutet auf eine Affinity hin und es ist eine Bullet aus China. Andere Tuner drauf, okay. Wie gesagt, der Skunk-Stripe fehlt. Die schwarze Umrandung, der Trassrohröffnung fehlt. Dafür hat sie ein anderes Pickup, kann man sich überlegen, ob das eine gute Geschichte ist. Naja, und so scrollt man sich hier durch. Dann gibt es ab und zu hier auf Altgemachte, wem das gefällt. Ich persönlich finde die nicht schlecht gemacht, aber es steht halt relativ wenig, was das jetzt ursprünglich mal war. Und deswegen lohnt sich da ein Blick drauf. Wie gesagt, ob der Relic-Shop einem gefällt oder nicht, ich persönlich finde es gar nicht schlecht. Ja, hier oben ist jetzt überlackiert, da sieht man das nicht. Aber kleine Kopfplatte und die Tunergröße konnte man schon sehen. Das ist eine Bullet aus China. Auch wieder der fehlende Skunk-Stripe. Ja, und so geht das halt immer weiter. Man wühlt sich hier so durch. Ah, Skunk-Stripe, schwarz oben. Fender Strat. Ah, da sind oben die Decals geändert. Ich würde mal sagen, eine Bullet aus Indonesien. Naja, und so geht das halt immer weiter. Also, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Thank you.